Eichel ist noch immer verschwunden. Deshalb frage ich euch, habt ihr sie gefunden? Meine Freude ist unermesslich groß. Meine Saat ist zurück. Das ist grandios. Hier ist euer Lohn wie abgesprochen. Seine Magie ist vollkommen und ungebrochen. Tragt ihn stets bei euch, werft ihn nicht fort. Dann droht euch keine Gefahr mehr an diesem Ort. Alles Gute für euch in Zukunft und jetzt. Ihr habt meiner Trauer ein Ende gesetzt. Mögen eure Tage lang und voller Sonne sein. Eure Winter kurz und eure Wurzeln stark wie Gestein. Nur zu. Befehl.
Wie kann ich euch helfen? Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon. Ihr seid zurück? Habt ihr vielleicht Neuigkeiten über Denyla? Ihr habt Neuigkeiten? Habt ihr sie gefunden? Seid ihr euch sicher? Das ist ihr Halstuch. Wo habt ihr sie gefunden? Was ist ihr zugestoßen? Ich hatte also recht. Aber was ist jetzt mit ihr? Hat sie euch das gesagt? Ja, das passt zu ihr. Zumindest hat sie Frieden gefunden. Hier habt ihr das Amulett, wie versprochen. Ich sollte jetzt gehen und einige Vorbereitungen treffen. Ich muss angemessen um meine Frau trauern. Dara Shira lebt wohl. Beim Tarakiesel! Ja. Ja. Verflucht und verdammt! Ja? Was kann ich für euch tun? Bringt ihr Neuigkeiten? Ja, Mithra hat mir von eurer Rückkehr mit Dagon berichtet. Ich konnte seine Verletzungen heilen und er zeigt keine Anzeichen des Fluchs. Falls ihr noch nicht mit ihm gesprochen habt, solltet ihr es unbedingt tun. Soweit ich weiß, möchte er sich mit euch unterhalten, bevor ihr wieder in den Wald geht. Gibt es noch weitere Neuigkeiten? Ich weiß, wer Denyla war. Sie ist in dem Moment gestorben, in dem sie sich in ein wildes, seelenloses Tier verwandelt hat. Athras muss das akzeptieren. Sie hat gesprochen? Das überrascht mich. Allerdings liegt ihre Verwandlung noch nicht lange zurück. Dennoch ist sie verdammt und ich hoffe, ihr habt sie von ihrem Leid erlöst. Sprechen? Ihr meint, sie können vernünftige Sätze bilden? Das erscheint mir unwahrscheinlich. Sie sind wilde Tiere. Und selbst wenn, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie etwas von Bedeutung sagen würden. Ich würde sagen, ihr könnt euch das Ergebnis eines solchen Wagnisses selbst ausmalen. Intelligent oder nicht, sie sind wohl kaum friedlich. Die Werwölfe sind unwichtig. Ihr müsst nach Schattenreißer suchen. Und wenn sie versuchen, euch von ihm fernzuhalten, ist klar, was ihr tun müsst. Wir nennen diese besessenen Bäume Waldgeister. Und diejenigen, denen ich bisher begegnet bin, waren kaum mehr als verrückte Mörder. Ich bin überrascht, dass ihr einem begegnet seid, der genug Selbstbeherrschung besitzt, um zu sprechen, geschweige denn zu reimen. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Seid gegrüßt. Ihr seid es doch, der ich meine Rettung aus dem Wald zu verdanken habe, oder? Eure Bemühungen sollen belohnt werden. Hier ist ein Edelstein, den ich erstanden habe, als ich bei den Fremden war. Ich hatte eigentlich vor, daraus eine Halskette für meine Braut anzufertigen. Aber jetzt möchte ich, dass ihr ihn bekommt. Ich weiß, dass er wertvoll ist. Ihr wollt, dass ich ihn behalte? Das ist wirklich großzügig von euch. Nochmals, vielen Dank.
Aber ich fürchte, ich muss mich jetzt ausruhen. Der Hüter sagt, ich sei noch nicht wieder vollständig genesen. Ich wünsche euch alles Gute.